Servus Leute, seit meinem letzten Video gab es 3 Posts von Nikita auf Reddit rund um die Unhurt Edition, EOD Edition, was sie da ändern, was im Nachhinein geändert wird, wer den PvE-Modus bekommt, ob der PvE-Modus kaufbar ist und wie es auch mit den anderen Editionen aussieht, wie da die ganzen Pläne sind. Sie haben es jetzt geordnet, es gab die Clarification, die Klarstellung und die schauen wir uns in diesem Video mal an. Viel Spaß! Den Reddit-Post verlinke ich euch natürlich unten, dann könnt ihr dann selber durchlesen. Und es schwingen natürlich 2 große Themen mit. Einerseits, wie BSG das Ganze kommuniziert hat, das Ganze angegangen hat, wie sie nachkorrigiert haben und wie sie am Anfang das versucht haben durchzubringen. Das war, ich sag's wie es ist, scheiße. Und da war ein Riesenaufschrei und dieses PR-Desaster war zu vermeiden. Und hätte BSG sich da vorher ein paar Gedanken gemacht und so wie es jetzt ist, hätten sie es so rausgebracht, wäre das Ganze nicht passiert, dieser Shitstorm. Und das zweite Thema ist Pay to Win. Dazu sage ich was, nachdem wir über die Punkte gegangen sind. Und ja, wir schauen mal rein. Und zwar hier die Clarification auf Reddit von Nikita, der 3. Post in 5 Tagen oder so. Und für Edge of Darkness gibt es den PvE-Modus und der wird in Waves freigeschaltet. Ich denke mal, das geht nach Kaufdatum. Fängt morgen an, also den 2.5. sollte das losgehen. Dann schnellere Versicherungen. Dann gibt es hier Personal Trader Purchase Limit 20%. Man kann das Personal Limit ist um 20% hoch. Das ist krass. Also mehr Muni kaufen und sowas ist schon ein krasser Vorteil für EOD, den wahrscheinlich auch keine andere Edition jemals wieder bekommt. Mal sehen. Dann PMC Karma, wenn es implementiert ist, erhöhtes PMC Karma. Es wird nicht so viel sein. Das ist jetzt auch beim Ruf und beim Scav Karma, beim Fans Karma. Scav Karma war schon richtig. Nicht so viel, also ein kleiner Wert beim PMC-Karma, dann Zugang zu einem speziellen Stimulant-Craft, was das für ein Stimulant ist, also ne, Injektor, was der genau kann, steht nicht dabei, bin ich gespannt, mal sehen. Dann Charisma-Skill-Level ist höher, ja, okay, dann gibt es die Nostalgia-Questline, speziell für IOD-Besitzer. Wie die aussieht, bleibt auch abzuwarten. Dann ein spezielles Dog-Tag, ein spezielles Armband und man kriegt das Legacy-Device als IOD-Besitzer. Und dann kriegt man die Fähigkeit, einen BTR zu holen und dann gibt es einen Cooldown. Und jetzt ist natürlich nicht klar, wie das Ganze funktioniert. Ne? Viele stellen sich jetzt vor, man drückt da drauf und dann kommt der BTR. Der ist freundlich, schießt alles nieder, man steigt ein und fährt davon. Ich denke mal, es wird anders laufen. Sie haben diese Idee mit dem BTR, werden sie wahrscheinlich noch umsetzen auf anderen Maps. Den gibt es jetzt auf Woods und den gibt es natürlich auf Streets. Und ich denke, dass sie den auf Shoreline Customs, so, da sind auch überall Tore und so, da kann man auch diesen BTR implementieren und ich denke mal, den wird es dann auf mehr Maps geben und so Sachen wie Labs und Factory sind natürlich außen vor und ich denke mal, wenn man dieses Device dann drückt, dann kommt der BTR freundlich angefahren, das dauert dann natürlich ein bisschen und fährt zu der Haltestelle, der man am nächsten ist, also der fährt wahrscheinlich nicht neben einen hin, sondern man kann sich halt sozusagen ein Taxi rufen und ja, ist eine interessante Mechanik, die wird gebalanced sein, BSG macht sich über sowas Gedanken. Kommen wir gleich noch dazu, zu dem Unhurt-Device, das, ja, sage ich gleich noch ein paar Takte dazu. Aber das wird gebalanced sein und es wird nicht so plump funktionieren, wie sich es einige gerne mal vorstellen, denke ich. Dann gibt es noch Klamotten, dann gibt es die Möglichkeit, 2 Daily Tasks für free zu rerollen und dann kann man auch den Nickname, die Farbe und auch wieder das Icon ändern auf die Krone, nehme ich mal an. Diese Möglichkeit wird es dann auch geben. Gute Sache, haben viele gefragt. Dann, für alle, die Standard Prepare for Escape oder Left Behind Edition haben, jeder kriegt 2 Stashlines mehr und man kann dann den PvE-Modus separat kaufen. Wie viel der kosten wird, ist noch nicht klar. Dann, für alle, die Unhurt Edition haben, hier, dieses Unique Radio Electronic Item, The Mark of the Unhurt, wird nur im PvE sein. Es ist im PvP im Moment aktiv. Ich habe es selber genutzt, ich habe es abgelegt. Ich habe es abgelegt, weil es zu viele Nachteile hat. Und zwar, dieses Ding, das meine ich damit, es ist gebalanced, es hat Nachteile. Man kriegt bloß 50% XP für den Scav. Das heißt, wenn man am Leveln ist, ist es schlecht. Für alle, die es nicht wissen, das ist dieses Gerät, wenn man das anhat und Scav Karma 6 hat, dann schießen die Scavs ab 60 Meter nicht auf einen. Und man zahlt nur die Hälfte für Taxi oder BTR. Und außerdem, der nächste Nachteil ist, man kriegt minus Scav Karma, wenn man auf einen Scav schießt, der vorher nicht auf einen selber geschossen hat. Und das ist ein riesen Nachteil. Deswegen habe ich das abgelegt. Und wenn es im PvP noch aktiv wäre, dann würde ich es bloß in sehr speziellen Situationen mitnehmen. Also, das ist schon gebalanced und das war nicht von vornherein klar. Ne? Da waren immer bloß die 60 Meter und die Scavs schießen nicht. Oh, Aufschrei.
ESG macht sich da, wie gesagt, Gedanken und es hat auch negative Effekte. Und dann kommt für die Unheard Edition der Distress Signal Device für PvP und PvE. Und das muss im Hideout gecharged werden. High-End Items, das wird wahrscheinlich sehr teuer sein. Das ist dieses Ding, dass man seine Freunde rufen kann. Dazu habe ich auch schon gesagt, es wird auch nicht so laufen, dass man da drauf drückt. Dann spawnen die rein. Ich denke mal, bis dieses Distress Signal Device kommt. Es stand dabei, dass es Zukunft ist. Ich denke mal, das zählt hier auch noch. Wird es ein bisschen anders sein, wie Spieler in den Raid spawnen. Es wurde schon mal gesagt, dass Spieler nicht alle gleichzeitig am Anfang in den Raid spawnen, dass es später so laufen wird, dass Leute auch ein Infill bekommen. Und das wird eine Infill-Option sein. Das heißt, man drückt da drauf und dann können Freunde von der Freundesliste reinspawnen. Dann spawnen die irgendwo auf der Map und dann müssen die noch zu einem laufen. Und so in der Art wird es laufen. Und es wird aber auch noch andere Optionen geben, wie man auf in den Raid infillt. Ne? Und wie gesagt, ESG macht sich Gedanken und es wird gebalanced sein. Dann haben sie hier geändert, es gibt keinen Key mehr von der Left Behind Edition für alle, die den hohen Preis gezahlt haben von der Unheard Edition. Der war ja bei mit Steuern 115 Euro, das Upgrade von EOD, und ist jetzt bloß noch 58 Euro. Dafür kriegt man einen 50-Dollar-Gutschein, wahrscheinlich 50 Euro für in Europa, um Expansions zu kaufen, Editions zu kaufen und so weiter. Für alle, die den alten Preis bezahlt haben, also alle, die für 115 Euro geupgradet haben, ihr kriegt einen 50-Dollar-Euro Gutschein für Expansions und alles, was es halt so anbieten. Ne? Dann alle Access zu Arena für alle, die zum vollen Preis gekauft haben. Das verwirrt mich ein bisschen, weil eigentlich ist Arena bei EOD dabei. Und das, also sollte man Arena eh haben, wenn man mit dem vollen Preis geupgradet hat. Von daher, da verstehe ich den Sinn nicht ganz, aber auf jeden Fall, ja, Arena ist dabei für alle, die den vollen Preis bezahlt haben, was eh der Fall sein sollte. Wird sich vielleicht noch klären, wie das genau gemeint ist. Dann kriegt man natürlich auch wieder spezielle Klamotten und in dem Fall die Kultistenjacke. So, und das ist die Jacke, das ist nicht die Kutte vom Priester, das heißt nicht mit der Kapuze, da gehe ich mal schwer von aus, sondern es ist die Jacke von den normalen Kultisten. Und es ist leider nicht mit der Kapuze. Eine geile Sache, sieht wetten gut aus und ich glaube, man kriegt dann auch die Tattoos an den Händen und so mit. Ja, speziell für die Unheard Edition, die Kultistenjacke und nicht die Kutte, das würde extra dabei stehen, da bin ich mir sehr sicher. Dann natürlich kriegt man einen speziellen Dogtag und man kann auch wieder den Namen und das Icon ändern. Dann für alle Editionen außer die Unheard Edition, dann man kann Mark of the Unheard und das Distress Signal Device über Quests kriegen. Das heißt, bei den Editionen ist es dabei. Ansonsten kann man sich das Ding freiquesten. Und das ist wirklich, ich sag mal, Endgame-Content. Und man muss halt eine Quest machen und bei den anderen Editionen hat man es dabei. Und auch diese extra PMC-Pockets, also die extra Slots bei den Taschen, kann man sich dann, können alle, nicht nur EOD, sondern alle Editionen, jeder, der EFT spielt, kann sich das freiquesten. Und dann, und für alle Owner, für alle außer Edge of Darkness, das Legacy-Device, was man da bekommt bei EOD, kann man auch über eine Quest holen. Und jeder kriegt die Möglichkeit, eine Daily Task am Tag umsonst zu rerollen. Das kriegt jeder ohne Quest. Dann das Ping-Limit für PvE wurde aufgehoben. Und sie informieren uns weiter. Das sind sehr, sehr, sehr gute Änderungen. Und ich finde, jetzt ist es auf jeden Fall so, das ist vollkommen in Ordnung. Hätten sie das von Anfang an so gemacht, hätte es überhaupt keinen Shitstorm gegeben. Es war natürlich angebracht, dass sich die Community beschwert. In welcher Form das geschehen ist und wie das angeheizt wurde, fand ich dann voll überzogen an vielen Stellen. BSG hätte wahrscheinlich auch gehört, wenn man das Ganze etwas moderater angegangen wäre. Aber ich weiß nicht, ob das überhaupt im Internet möglich gewesen wäre. Und ich habe es auch selber gemerkt. Und jetzt kommen wir noch zu dem Thema Pay to Win. Also auf Reddit wird es natürlich immer noch runtergevotet, ne? Ist klar. Weil viele noch unzufrieden sind und es liegt hauptsächlich an diesem Begriff Pay to Win. Ja, man kriegt hier Vorteile und die werden von vielen als Pay to Win gewertet und ich erkläre euch mal, wie meine Definition von Pay to Win für mich ist. Pay to Win wäre in EFT, wenn man einen wirklichen Vorteil im direkten PvP hätte. Direkten PvP, man könnte Munition kaufen für Echtgeld, die besser ist und die dann im PvP einsetzen und dadurch einen massiven Vorteil, bessere Rüstung kaufen. Solche Sachen. Das wäre direktes Pay-to-Win. Alles, was wir hier haben, sind Vorteile, die das Spiel erleichtern. Man kann natürlich sagen, das ist Pay-to-Win, aber wenn man das tut,
dann darf man auch nicht mit zweierlei Maß messen. Dann wäre die EOD Edition schon Pay to Win gewesen. Dann ist jede Edition zu gewissem Grad Pay to Win in EFT. Und gilt natürlich auch für andere Spiele, die im Moment Thema sind. Wie zum Beispiel Greyzone Warfare ist dann auch Pay to Win. Und ich gehe schwer davon aus, Arena Breakout Infinite, hoffentlich habe ich das jetzt richtig gesagt, wird glaube ich, ein Free-to-Play-Game. Da wird es genauso laufen. Also man kann natürlich sagen, es ist Pay-to-Win, aber dann sind ähnliche Extraction-Shooter, die jetzt ja einiges besser machen sollen, wenn man sich so umhört, auch Pay-to-Win. Also man kann damit zweierlei Maß messen oder man ist da realistisch. Man hat Vorteile, man kann das als Pay-to-Win bezeichnen, aber dann muss man auch fair bleiben und muss dann alles als Pay-to-Win bezeichnen. Ich bin nicht auf dieser Schiene. Ich sage, es sind Vorteile, die man sich da, ja, die man sich kauft, mit denen man besser progressen kann, mit denen man es einfacher hat im Game. Und ja, muss letzten Endes jeder für sich entscheiden. Und erfahrungsgemäß ist es ein schwieriges Thema. Und ihr könnt mir ja dazu in die Comments schreiben, was ihr dazu denkt. Verhaltet euch angemessen. Eine Bitte, ja, hat beim letzten Video leider nicht geklappt, aber es ist, wie es ist. Und ich bin übrigens dazu täglich live auf Twitch, twitch.tv/outsider. Würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Link unten in der Description. Lasst mal ein Follow da. Und hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen. Wie gesagt, ein Kommentar. Und wir sehen uns wieder hier auf YouTube oder eben auf Twitch. In dem Sinne, macht's gut und bis dann.